smells of holly. Hallo meine Lieben, mein Name ist Heidi und heute mache ich mich zum Affen mit dieser Mütze hier. Ich habe es meinen Mädels versprochen. Hier steht nämlich Rossella Mia drauf und sie meinten, dass sie doch gut in Weihnachtsvideos passen würde. Naja gut, also ich mache es meinen Mädels zuliebe, wundert euch nicht. Und worum soll es denn heute überhaupt in diesem Video gehen? Ich bin Teil eines Adventskalenders und zwar nennt er sich der Beautyvolle Adventskalender. Den hat die liebe Franzi ins Leben gerufen und ich bin ganz glücklich, dass ich daran teilnehmen darf. An jedem Adventswochenende habt ihr tolle Videos bekommen. Heute ist ja schon das letzte Adventswochenende. Oh mein Gott, es ist bald Weihnachten. Ich bin schon ganz aufgeregt. Auf jeden Fall haben die Mädels schon ganz tolle Videos gezaubert. Die schreibe ich euch alle nochmal unten in die Infobox. Die Mädels, die daran teilnehmen, schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ja, ich habe mir überlegt, dass ich heute wieder ein DIY für euch mache. Mein letztes DIY ist ja super gut bei euch angekommen. Da habe ich mitgemacht bei einem anderen Adventskalender, nur dass ihr nicht durcheinander kommt. Dort könnt ihr die Nikon-Kamera gewinnen und bei mir das Nusha Glätteisen. Also macht da auf jeden Fall mit. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch auch dieses Video mal unten in der Infobox. Ja, und das DIY ist eben super gut bei euch angekommen und da habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben es ja heute schon den vierten Advent. Ich mache ein ganz, ganz schnelles DIY, ein Last-Minute-DIY sozusagen. Falls ihr noch irgendwo eingeladen seid und euch sagt, Mensch, jetzt habe ich ja gar nichts Persönliches, dann könnt ihr euch das ja ganz schnell zusammenbasteln. Die Sachen dafür habt ihr mit Sicherheit zu Hause. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Bleibt aber auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich habe zwei ganz tolle Sachen für euch. Eine Verlosung und dann noch eine ganz tolle Aktion, der ich euch auch schon erzählt habe. Aber dazu, wie gesagt, kommen wir am Ende des Videos nochmal. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß und los geht's! So, für unser schnelles DIY brauchen wir ein Glas. Ich habe jetzt dieses hier oder ihr könnt so ein kleines nehmen oder so ein großes, je nachdem, was euch gefällt. Dieses hier habe ich jetzt schon mit einem Geschenkband dekoriert. Dann brauchen wir ein Teelicht, eben wenn das Glas so klein ist, beziehungsweise so eine größere Kerze, wenn das Glas eben größer ist. Dann brauchen wir noch Zucker. Und wir brauchen Eiweiß. Das habe ich jetzt schon ein bisschen aufgeschlagen, habe hier so einen Pinsel dazu und habe den Teller hier bereitgestellt. Den werden wir jetzt gleich brauchen und ihr seht auch gleich warum. Und zwar pinseln wir uns jetzt das Glas mit dem Eiweiß ganz leicht ein. So, jetzt geben wir den Zucker rein und dann müssen wir das Ganze verteilen. Es macht natürlich mehr Sinn, wenn ihr das Geschenkband erst am Ende dran macht. So sieht jetzt das fertige DIY aus. Ihr habt gesehen, es geht total schnell und wenn ihr irgendwo eingeladen seid, könnt ihr das schon mitnehmen, dann können das eure Gastgeber auf den Tisch stellen und haben ihre Freude damit. So meine Lieben, das war also mein kleines DIY. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es nachmacht,
würde ich mich total freuen, wenn ihr Bilder auf Instagram postet und mich verlinkt, beziehungsweise ihr könnt es mir auch auf Facebook schicken, das Bild. Da würde ich mich wirklich wahnsinnig drüber freuen. Und ansonsten kommen wir jetzt noch ganz geschwind zur Verlosung. Die habe ich euch ja versprochen. Und zwar darf ich einen 100-Euro-Gutschein vom Online-Shop 1000kind verlosen. Wie cool ist das denn? Ich habe mir aber gedacht, ich splitte den Gutschein. Somit können zwei von euch einen Gutschein zu je 50 Euro gewinnen. Der Online-Shop, der ist euch bestimmt schon bekannt. Ich bestelle da wirklich einiges für meine Kinder. Die haben da vom Kleinkind bis hin zu etwas größeren Kindern. Wie gesagt, ich bestelle auf Deko, Klamotten zum Beispiel oder Spielsachen. Die haben auch Lego-Technik und Playmobil und alle Marken, die wir so kennen. Also richtig cool. Da ist alles vorhanden, was das Herz so begehrt. Und alle Teilnahmebedingungen dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr gewinnen wollt. Und dann habe ich euch ja noch was versprochen. Und zwar habe ich euch davon schon in meinem letzten Video erzählt. Es geht darum, dass ihr 15% bei Daniel Wellington sparen könnt. Oh mein Gott, ich bin total aufgeregt, weil ich diese Uhr ja so wahnsinnig liebe und diesen Gutscheincode so absolut abfeier. Weil zum einen ist er halt richtig cool, weil er nennt sich Rossellas Wichtel. Und zum anderen eben wegen diesen 15%. Wenn ihr jetzt noch kurz vor Weihnachten euch denkt, naja, es ist ja jetzt schon Weihnachten, dann habt ihr sie halt nicht unterm Weihnachtsbaum. Ich denke, wir sind alle erwachsen. Es wäre schlimmer, wenn es jetzt ein Kind trifft und da kein Geschenk unterm Baum ist. Also ich bin da so, ich lasse mir zu Weihnachten Gutscheine schenken bzw. Geld und dann kann ich mir nach Weihnachten noch meinen Wunsch erfüllen. Und ich habe mir gedacht, ich muss das unbedingt heute in dieses Video packen, weil der Gutscheincode nur bis zum 31. Dezember gültig ist. Auch dazu alle Infos nochmal unten in der Infobox und oh mein Gott, wir haben es ja heute schon den 4. Advent, das heißt, wir haben es bald Weihnachten, das kann ich gar nicht glauben, Weihnachten kommt immer so plötzlich. Nein, Spaß, also man hat natürlich wahnsinnig viel zu tun und das ist dann somit mein letztes Video vor Weihnachten. Und deshalb wünsche ich euch jetzt natürlich noch ein wunderschönes Weihnachtsfest zusammen mit euren Lieben. Lasst es euch gut gehen, esst lecker und seid einfach schön gemütlich zusammen und ruht euch aus. Also das habe ich mir auch vorgenommen, zusammen mit meiner Familie einfach eine schöne Zeit verbringen und dann Kraft tanken, damit es zum nächsten Jahr wieder fleißig und kräftig losgehen kann. So, ich beende dieses Video. Schaut auf jeden Fall nochmal unten bei den Mädels vorbei, da würde ich mich auch total freuen. Und bei meinen letzten Videos, die verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Und meinen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch alles, alles Gute, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss! Ja, ich kann die Mütze absetzen. Ah! Außerdem kriegt man fettige Haare von so Mützen, finde ich. Warum habe ich das Video nicht ohne Mütze gemacht? Okay. Schaut unbedingt bei meinem letzten Video vorbei. Da könnt ihr nämlich ein Glätteisen von Nusha gewinnen. Und wenn ihr fleißig Sterne zählt, dann könnt ihr eine Nikon-Kamera gewinnen.